Willkommen zurück zum Let's Play Divinity 2 Developers Cut Ego Dracone Story. Ihr seid überladen. Ich will aber nicht. Du Wächter. So, erstmal schlucken wir das. Ich glaube, ich sollte unbedingt auf Verstauen noch was kloppen. Kristallschädel. Bauerkreis Tagebuch. Einiges von den Sachen brauche ich später eh nicht mehr. Zerstör. Wann will ich das? Leeres Feld, zweiter Ring. Armreif. So, Zerstörung, passive Fähigkeit. Karlsamulett. Das brauche ich nicht. Lovis Ehrenamulett. Kann ich nicht zerstören, okay. Zerstören, jo. Ja, kann ich hier euch. Verdammt! Das ist. Waffen. Leiken, Schwert. Sieht so. Ich bin eh. Stand da gerade Herr Scheiße? Stand da gerade echt Herr Scheiße? Wer? Geht doch. Ich glaube, dafür muss ich hier hin, oder? Jo. Stein. Ich kriege Kraft. Ich kann fliegen. Und bin dran. Würde ich sagen, haben wir ein bisschen Spaß. Okay, mit Rechtsklick. Nun sind wir ein Drache. Lass diesen verdammten Haufen die Macht der alten Rasse spüren. Verbrennt ihr Fleisch und bringt ihre Türme zum Einstürzen. Diese fliegenden Festungen stellen eine sehr außergewöhnliche Herausforderung dar. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau und ihren Funktionen. Cool. Und ihr werdet lernen, diese zu erkennen. Das war eine Balliste. Besonders gefährlich sind sie nicht, aber seit langem auf der Welt, die oft in großer Zahl eingesetzt werden. Wow. Sind wir los. Diese Brutstätte hätte weiterhin eine Angriffswelle nach der anderen gestartet. Brutstättenturm. Wow. Wie wir es den Gegner haben, wie sie hier. Den nächsten Brutstättenturm. Der Drache faucht. Erfolg erhalten. Wie gut ihr euch doch gegen die Mächte des Verdammten zur Wehr setzen könnt. Ja, weil das halt nicht das erste Mal, dass es spielt. Nee, okay. Damien. Hey, das kennen wir aus dem Intro. Das
das nur nicht. Ihr habt Damian die Herrschaft des Drachen gezeigt. Und nun benötige ich sie ebenfalls. Ah, Gandalf. Sandalor, ich habe das Schutzamulett, das wir zum Betreten der Halle der Seelen benötigen. Aber es ist etwas schiefgegangen. Trefft mich in der großen Halle von Aleroth, wo ihr mir helfen müsst, die Wellen des Bösen aufzuhalten, die bei der Suche nach dem Schutzamulett freigesetzt wurden. Die Stadt wurde überrannt und bis zum Morgengrauen wird sie in Trümmern liegen. Wenn ihr nicht kommt. Ich brauche euch, Drachenritter. Ich störe euch nur ungern, aber ich möchte euch diese Personen vorstellen. Tut mir leid, ich gebe keine Autogramme. Nein, darum geht es nicht. Diese Männer haben unter Leiten gedient. Nicht aus freien Stücken, sondern unter Zwang. Und nun werden sie euch dienen. Thomasius, Dietmar und Harold sind altgediente Sammler. Und werden das Land nach den Bezauberungen, Edelsteinen und Zutaten durchforsten, die ihr wünscht. Ihr solltet wissen, dass Leiden sie nicht nur schlecht behandelt, sondern auch noch sehr dürftig ausgerüstet hat. Das könnt ihr jedoch ändern. Das klingt teuer. Teilweise ist es das, aber langfristig werdet ihr davon profitieren. Euer Ausbilder kann sie mit Waffen ausstatten, die ihre Kampfkraft erhöhen und die Zeit verringern, die sie zum Ausführen einer Mission benötigen. Euer Bezauberer kann Rüstungen für sie schmieden, die ihre Erfolgschancen erhöhen und das Risiko von Verletzungen verringern. Sollten sie sich auf ihren Reisen Verletzungen zuziehen, müsstet ihr euren Alchemisten anweisen, sie zu heilen. Das wäre alles. Mögen sie euch gute Dienste leisten. Ja, hoffe ich doch. Erstmal handeln. Sassan liegt euch weder zu Füßen, noch ich sehr ein Groll gegen euch. Dementsprechend unspektakulär gestalten sich auch ihre Preise. Rippenknacker. Elfenohrring und liebster Ring. Spontane Entzündung. Wahrscheinlichkeit von 10%, dass eure Gegner in der Nähe Feuer fangen und innerhalb von einer Sekunde 30 Schaden erleiden. Okay. Mutiger Zandalor. Er hat das Schutzamulett bereits. Lasst seinen Hilfe. Der Drachenstein wurde eurem Inventar hinzugefügt. Mit diesem könnt ihr euch von außerhalb des Drachenturms zu diesem begeben und anschließend wieder zurückkehren. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, mit ihm die verschiedenen Plattformen des Drachenturms zu erreichen. Ruf nicht auf taube Ohren stoßen, Drachenritter. J, H, G, R, T. F? Nein. Es gab doch eine Taste dafür, um den Drachenstein, das Drachenstein-Menü aufzurufen. Was? Okay. Wer bist du? Mit die Rede später. Zack. Einmal nach unten, bitte. Dies sind eure persönlichen Gemächer, wo ihr die gefundenen Schätze horten und euch an die Orte teleportieren könnt, die ihr zuvor bereist habt. Okay. Da lag was. Jetzt, da diese Insel von Damians giftigen Nebeln umhüllt ist, können wir sie nur über dieses Portal verlassen. Was? Das ist das nicht meine Truhe? Verdammt, ey! Mit denen kann ich mein Aussehen ändern und mein Geschlecht und so. XP natürlich. Dann nehme ich doch Gold. Gemächer. Der Zauber, den wir suchen, kann nicht weit sein. Wir haben ihn davon, oder? Der Zauber, das ist zu schwer, alle der Seelen sichtbar zu machen. Wir haben ihn gefunden. So, ich brauche eine Truhe. Hat ihm nicht einmal Beachtung geschenkt. So, Drachensegen.
Das kann ich nicht benutzen. Tagus-Axt. Achso. Erstmal werde ich alles hier rein kloppen. Warte. Außer meine Drachensachen. Ja, ja, ja. Ja. Da war auf jeden Fall noch das kann was ich nicht drin. Also das habe ich wahrscheinlich gleich mit daraus geholt. Nö. Das kann ich nicht tun. Dann das Buch. Das Buch. Nein, Vorrat. Drachenfertigkeitspunkt erhalten. So, dann werde ich jetzt einige Bücher erstmal einlagen. Lagern, whatever. Und zwar Fendrit. Das. Alles, was ich nicht brauche. Ja. Gut. Gehen wir erstmal zu unserem Nekromantenring. Wen haben wir denn bekommen? Geronimus. Tod! Und ein verdorbenes Leben danach! Ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen, ja. Habt ihr alles hier, was ihr braucht, Geronimus? Alles, was ich für eine gute Kreatur brauche, aber nicht für eine perfekte! Ja, so eine Kreatur gibt es. Aber ihr müsst mir Gliedmaßen bringen, die ich dafür brauche. Es heißt, dass in einer tiefen Höhle in den Orobas-Fjorden ein Wesen haust. Findet es! Lasst es euren Stahl und schreckliche Schmerzen fühlen! Okay, es geht um eine Kreatur. Dann werde ich... Ah, verklickt. In eurem Inventar wurde ein Kristallschädel abgelegt. Ihr könnt diesen benutzen, um eure Kreatur auf den Schlachtfeld zu beschwören. Eure Fertigkeiten haben sich verbessert. Wie schön. Darf ich das Blut? Wir werden sie zurechtschneiden und nähen, bis sie den Tod bringt. Genau. Sturmangriff. Klasse keine. Tödlicher Angriff. Aktive Fertigkeit 4. Sturmangriff 3. Verändert sich sonst noch irgendwas? Ja, an der Lebenspunkte. So. Das wird schlechter und das. Ja. Und Beine. Okay. Obwohl, habe ich bessere? Nee, das sind die besten. Okay. K. Da nehme ich eine auf Verstauen. Dann gehe ich zum Eichmessengarten. Darf man das Schwert zu ziehen? Der göttliche Drachenritter. Anselm ist bereit, euch zu dienen. Gedankenlesen. Wann wollt ihr nun dieses besondere Anselms Bräu zubereiten? Mein was? Oh ja, mein berühmtes Anselms Bräu. Natürlich. Ich brauche Flüsterholz, schwarze Rosen und Erdwurzel. Oh ja, und heiliges Basilikum auch noch. Sehr wichtig, ja. Das heilige Basilikum. Ding, der hat, glaube ich, ein bisschen zu viel von seinem Zeug eingeatmet. Ich weiß allerdings nicht, wo man solch seltene Pflanzen finden könnte. Aber ich brauche sie für mein Getränk. Sie sind absolut notwendig. Was? Ich hab sie schon? Ja, kannst du haben. Ja. Ihr habt sie tatsächlich. Ich habe eine Zutat vergessen zu erwähnen. Drachendornblätter. Ja, genau. Es tut mir so leid. Vergebt mir bitte. Ich bin manchmal so vergesslich. Gibt es das wirklich? Aber natürlich. Die notwendigen Zutaten machen es allerdings so besonders. Es tut mir leid. Bis später. Der göttliche Dann gebe ich jetzt den letzten auf den Verstauen. Und wir gehen zu unserer Trainingsarena.
Auf das Schwert zu ziehen. Wirklich ein beeindruckender Ort. Seid ihr bereit für etwas Bewegung? Gedanken lesen. Ja. Wie ist denn so das Leben im Drachenturm? Wunderbar. Anfangs war ich zwar besorgt, aber mittlerweile ist mir klar geworden, was für eine großartige Chance das hier ist. Solch eine Macht zu haben. Einem Drachenritter zu dienen, der sich trotz aller Widrigkeiten dem Schwarzen Ring entgegenstellt. Aber eine Sache stört mich. Eine ungeklärte Angelegenheit, wenn man so will. Es gibt da einen Mann, Morgan, der sehr in mich verliebt ist und mir diese Halskette geschenkt hat. Ich habe zwar nie dasselbe für ihn empfunden wie er für mich, doch es wäre wohl gemein, wenn ich ihn im Ungewissen darüber lassen würde, wo ich bin. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr ihm die Halskette zurückbringen und klarmachen könntet, dass er sich keine Hoffnungen machen soll. Ihr könnt ihn leicht finden. Er ist der Hafenmeister in den Orobas-Fjorden. Alles klar. Das wird zwar nicht einfach für ihn sein, aber ich habe mich entschieden. Mein Platz ist hier an eurer Seite. Training. Na dann los. Alle Fertigkeiten erlernen. Erlernt alle eure Fertigkeiten und erhaltet eure Fertigkeitspunkte zurück. Achso, entlernen. Oh. Wirbelwind kann ich schon. Mata Studorium. 1000 Hiebe. Sturmangriff. Tödlicher Angriff. Lebensentzug. Regenerieren. Achso, benötigt Stufe 32. Weg des. Nö. Kampfrausch. Ne, das ist nicht das, was ich suche. Erstmal Zweihandwaffe. Jo. Weisheit kann ich schaden, aber später vielleicht. Schaden reflektieren, magisches Geschöpf. Oh, du. Ja, okay. Gehen wir. Ja, erstmal Gedanken lesen. Weisheit, Schlösser knacken. Dann verstauen. Dann ein Wirbelwind. Zweihandwaffe. Ja. Das sind erstmal die wichtigen Sachen. Würde ich sagen. Wie sieht mein Bezauberer aus? Wer bist du geworden? Hier kann man's aushalten. Solange sie einen guten Whisky ausschenken, soll's mir recht sein. Ey, hier wird nicht gesoffen. Habt ihr alles, was ihr braucht? Die Maschinen sind gut. Die besten, die ich kenne. Aber ich wäre kein guter Bezauberer, wenn ich sie nicht noch weiter verbessern könnte. Dafür bräuchte ich einen Edelstein, den ich vor einer Weile gefunden habe. Er ist in einem Schiffswrack in den Orobas-Fjorden versteckt. Okay. Das Wrack liegt in der Schlucht, die nach Flussheim führt. Besorgt mir den Edelstein und ich sorge dafür, dass die Bezauberungsqualität dieser Plattform neue Höhen erreicht. Hier habt ihr einen Schlüssel, den ihr brauchen werdet. Ich werde bis zu eurer Rückkehr von diesem rumkosten. Hör auf dich zu besaufen, du musst noch arbeiten. Ah, Stufe 90 brauche ich dafür. Alles klar, dann setze ich noch einen auf Regenerieren. Ist wichtig. So. Drachenturm verlassen. Dorthin kann ich nicht gehen. Okay. Gehe ich in den Thronsaal. Okay, muss ich doch raus rum. Hui. Drachenturm, Wächterinsel, Orobas-Fjorde. Die wilden Fjorde. Welches Level? Nicht, Drachentöter, dass ihr den Stein benutzen könnt, um augenblicklich zu eurem Drachenturm zu gelangen. Apropos. Questgegenstände? Nein. Aha, ich muss dafür erstmal einen Drache. So.
Kleinen Moment. Schmuck? Nein. Wo ist mein... Nee. Schnapp sie dir! Ah, da ist er ja. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Lasst konstruktive Kritik da und haut raus!